Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf diesem Kanal. Heute spielen wir Hades. Hades ist der coole Typ da oben mit seinen zweifarbigen Augen. Und ich bin genauso cool wie er, weil ich habe diese Lorblätter auf meinem Kopf. Cool, oder? Und ich bin richtig Pokémon geschadet, weil ich habe erstmal nach Lorblatt gesucht. Als ich nach diesen Lorblättern gesucht habe, aber Lorblatt ist natürlich ein Pokémon. Ja, okay, Geschichte. Ich habe gehört, dass dieses Spiel sehr viel Geschichte haben soll. Das heißt, ich werde anscheinend nicht so viel überspringen dürfen, wie ich sonst das gerne tun würde. Auf jeden Fall haben wir ein Schwert, mit dem können wir angreifen. Wer es jetzt noch nicht gesehen hat, das ist ein Roguelike, mehr oder weniger. Ja, doch, ein Roguelike. Das heißt, man wird immer stärker und muss Gegner besiegen und läuft von Dungeon zu... Ah, es ist ein Dungeon Crawler, Leute. Das macht viel mehr Sinn. Ein Dungeon Crawler Roguelike-Dings. Man kann dashen, um Leuten auszuweichen. Da sind Gegner, bei denen sieht man auch, wie viel Damage man macht. Die wollen immer angreifen und einen töten. Das ist voll unfair. Und am Anfang hat man nur ein Schwert, aber später kriegt man noch andere Waffen und sowas und kann die anscheinend auch verbessern. So super viel habe ich das Spiel noch nicht gespielt. Von dem her kann es sein, dass ich vielleicht... Oh. Was war das denn? Cool. Dass ich relativ schnell sterbe. Aber wir versuchen einfach mal so weit zu kommen, wie wir können. Auch wenn das jetzt natürlich mehr oder weniger noch das Tutorial ist. Wird aber bestimmt noch besser, Leute. Wird bestimmt noch besser. Hallo, wie viele Leute kommen denn hier noch an? Und wieso lag da gerade ein Stein auf dem Boden? Das hatte ich ja noch nie. So, aber ja, ich kann euch mal zeigen, was wir so alles drauf haben. Ihr habt eben gesehen, ich habe so ein komisches... so ein Pfeil losgeschmissen. Hier, dieses rote Ding, das ich gerade aufgesammelt habe. Das kann man nämlich einmal losschmeißen. Das hat dann mal verbessert sich auf die Gegner. Das hat auch einen Homing-Effekt. Das heißt, ja... trifft halt die Gegner von sich aus. Und ist cool. Hat man aber nur einmal. Das heißt, man wird dazu gezwungen, an die Gegner ranzugehen mit seinem Schwert, damit man die vernichten kann. Da hat man auch, wenn man häufiger drückt, halt so ein bisschen zumindest eine Combo. 1, 2, 3. Dann kann man kurze Zeit nicht angreifen. Aber ich glaube, nach dem dritten, ja, man kann relativ schnell auf jeden Fall wieder wegdashen. Das geht auch relativ gut. Und ansonsten gibt es noch hier, nee, diese Attacke. Oh, das ist falsch eingestellt. Ich habe nämlich gern den Wurf auf Y und die Spezialität auf B. Dann ist das mehr an Isaac angelehnt von mir aus. Huah, genau, und damit macht man halt so AOE-Damage. Ist ganz cool. Was sieht man sonst noch? Unten links sehen wir meine Leben. Da rechts neben, wie gesagt, diesen Wurfspeer-Dingsbums. Und links seht ihr noch meine Verbesserungen, beziehungsweise meine Mutationen. Und das hier ist auch so eine Mutation, die wir gerade gesprochen haben. Denn wir sind der Sohn des Hades, glaube ich. Also wir sind selber... Oder sind wir selber Hades? Ne, ich glaube, wir sind selber Hades. Aber wollen aus den Hades ausbrechen? Hä, macht ja alles gar keinen Sinn. Also die Story, da müsst ihr mir auch helfen, das zu verstehen. Und irgendwelche Götter wollen uns auf jeden Fall helfen. Nein, wir sind Zagreus. Hades ist nämlich, glaube ich, unser Vater. Im Namen von Hades, Olymp, ich nehme diese Botschaft an. Zagreus. Sind wir jetzt Zagreus oder sind wir Hades? Nee, wir sind schon Zagreus. Sei gegrüßt, edler Vetter. Zeit, dass wir dich von diesem trostlosen Ort wegbringen. Genau, die gibt mir jetzt irgendeine Verbesserung, die darf man sich selber aussuchen. Ich glaube, ich gehe erstmal auf Angriff, weil Angriff ist die beste Verteidigung. Das hat schon der alte Grieche Phoralis gesagt. Mhm. Oh Mann, neue Gegner, das ist ja wild. Was können die denn? Gar nichts. Sie sterben einfach instant. Ja, geil. Weil wir 40% mehr Damage haben. Dagegen können die gar nichts. Achso, das habe ich auch noch nicht erwähnt. Hier, es gibt Fallen. So kleine Druckplatten. Wenn du darauf gehst, dann wird eine Falle aktiviert. Das kann später natürlich, wenn man so im Gefecht ist, ziemlich assig werden, weil man dann nicht mehr checkt, was überhaupt abgeht und man dasht einfach die ganze Zeit weg, um nicht getroffen zu werden. Au! Genau deswegen. Und dann trifft dich einfach so eine blöde Falle und macht viel Damage zu dir. Ist manchmal nicht so ganz cool, vor allem wenn du halt im Gefecht drinnen bist. Aber jo. Diese lilanen Dinger, die sind, glaube ich, dafür da, dass man sich später verbessern kann. Man kann auch immer auswählen, welchen Weg man gehen möchte. Also wir können jetzt... Na gut, hier jetzt noch nicht anscheinend. Aber man könnte an sich immer auswählen. Das hier, weiß ich auch nicht. Irgendeine Verbesserung ist das. Ich glaube, das ist... Werden wir ja sehen, Leute. Werden wir ja sehen. Ich lerne das jetzt genauso kennen wie ihr. Beziehungsweise Leute, die... Ah! Hier schon reinschauen. Einige werden das Spiel wahrscheinlich schon kennen. Ist ja auch schon ein paar Jährchen alt. Kostet halt immer noch 20 Euro. Deswegen habe ich mir das auch nicht gekauft. Sondern ich schnurr's mir gerade aus der Bibliothek von entweder PSX oder von Tidus.dx. Ein von beiden. Weil beide haben's und beide haben ihre Bibliothek mit mir geshared. Da, das ist dieser komische Apfel. Power Apple. Cool. Der macht die Fähigkeit, die wir eben genommen haben, noch ein bisschen stärker. Ja, nice. Dann sind wir jetzt 56% stärker. Und jetzt könnten wir uns aussuchen. Nehmen wir einen Schlüssel, der, glaube ich, unser Verlies besser macht, oder nehmen wir diese lilanen Dinger, die mich allgemein besser machen. Und ich würde sagen, wir nehmen einen Schlüssel, weil Schlüssel sind cool. Ich glaube, damit kann man auch später noch andere Waffen freischalten. Und ich brauche auf jeden Fall so einen komischen Schild, weil ich damit viel besser klarkomme als mit diesem komischen Schwert. Okay, wir haben hier keine Heilung. Keine Ahnung, das hier wird irgendein Challenge-Raum sein, I guess. Und das hier kenne ich nicht, deswegen nehme ich das mal.
I don't know. Also ihr könnt mir ganz viele Tipps geben, vor allem jetzt noch zum Anfang des Spiels. Die Dinger kenne ich. Die kannst du angreifen und dann explodieren die. Yeah. Und wenn du in der Nähe stehst, verlierst du natürlich wieder Leben. So wie überall hier in diesem Spiel. Wow. Aber da kannst du natürlich auch die Gegner reinloggen. Oh, guck mal, das ist ein verbesserter Typ. Was geht denn bei dem ab? Boah, der hat richtig viel Leben. Der hat einfach eine Rüstung oder so. Oh nein, ich verliere wirklich viel zu viele Leben. Das ist irgendwie nicht so cool. So, dein Sport fügt Schaden zu. Wow, heiliger Schild. Nachdem du verletzt wirst, kannst du Gegner um dich herum verletzen für kurze Zeit ablenken. Das ist ja kacke. Ich mach mal, dass der Sport auch ablenken kann. Sieht man? Oh ja. Oh, jetzt haben wir so ein Schild um uns rum. Cool. Oh nein, was seid ihr denn für komische Viecher? Yo, die werfen einfach Bomben. Das sind einfach kleine Sixes oder was? Okay, und dann auch noch zwei davon. Egal, wir spammen einfach alles auf sie rauf. Und achten darauf, oh, dass wir von keinen Bomben getroffen werden. Wer hat meinen Speer? Mein Pfeil-Dingsbums? Ah, guck mal, ich lenke deren Bomben ab. Wie gut ist das denn? Okay, wir sollten uns vielleicht erstmal auf einen konzentrieren. Wenn die Bombe auf mich raufwerfen wollen, dann kann ich sie wegschleudern. Das ist ja mega gut, voll OP. Oh, ah, nö, sieben Leben. Oh, nö, bitte, bitte lassen sie mich. Kann ich die auch auf ihn zurückschmeißen? So ein bisschen Zelda-like. Das wäre ja richtig cool. Okay, ich glaube, wenn ich noch einmal getroffen werde, dann bin ich tatsächlich tot. Deswegen mache ich das mal ein bisschen auf die safe Art und Weise. Da war eben noch eine Bombe. Bisschen Angst habe ich ja schon. Und die Musik, ne? Die Musik ist richtig gut. Also ich mag sie. Die Macht der Jagd leistet mir ein wenig Gesellschaft. Also vielleicht hilft sie auch dir. Die Göttin der Jagd, Artemis. Guck, lernen wir auch ein bisschen Volk. Nee, Folklore ist es nicht. Götterlore. Allgemein, meine ganze Götterlore habe ich aus Spielen. Aus God of War zum meisten Teil und jetzt kommt noch Hades dazu. Das ist gut. Ein Wurf sucht Gegner und hat eine 10%ige Chance, kritischen Schaden zuzufügen. Ist aber nur selten. Ich nehme natürlich was Episches, weil ich episch bin. Jeder Schaden, den du zufügst, kann potenziell kritisch sein. Ja, das klingt doch super. Was jetzt aber auch noch richtig geil wäre, wäre natürlich irgendwie Leben. Warum müssen wir irgendwas töten? Nein! Der hat da einfach seine Kugel in mich reingedötzt. Und ich bin einfach gestorben. Einfach gestorben. Das lief nicht so gut. Aber ja, jetzt sind wir im Haus des Hades. Da kommt man immerhin, wenn man stirbt. Hier ist ein witziger Kandidat, nämlich der Hypnos. Inkarnation des Schlafes. Deswegen ist er auch immer so ein bisschen faul unterwegs. Und ja, der begrüßt uns hier immer, ist immer am Schlafen. Und da ist unser Vater, Hades, glaube ich. Hades? Hades. Gott der Toten. Klaro, kenne ich doch, aus God of War. Ja, nicht so erfolgreich. Ich habe nicht mal die erste Büssen gesehen. Geh nur, verschiebst dich. Du wirst die Oberfläche nie erreichen. Hier und überzeug dich selbst. Und das hier ist unser kleiner, süßer Hundiwundi, der Cerberus. Genau, wir sind der Prinz, so war das. Der Prinz des Hades. Das heißt, wir werden auch irgendwann König. Oh, das heißt aber, Hades ist auch ein König, nicht wahr? Wenn wir ein Prinz sind? Ich glaub schon. Und die kann man auf jeden Fall auch streicheln. Bist du ein braves Hündchen? Ja, du bist ein braves Hündchen. Wer ist ein braves Hündchen? Du bist ein braves Hündchen. Feini, feini. Richtig süß. Den kann man auf jeden Fall auch füttern, das weiß ich. Man kann nicht nur streicheln, sondern auch füttern und ihn auch verbessern, tatsächlich. Und er hat auch schon ein bisschen hier was gegessen, wie es scheint. Jo, ansonsten habe ich hier schon ein bisschen geguckt. Ich habe nichts Spannendes gefunden hier. Also die erzählen hier alle einem was, aber interessiert mich, glaube ich, gerade nicht. Wenn ich hier irgendwas verpassen sollte, wenn ich nicht mit denen rede, dann sagt ihr es mir, ne? Dann würde ich schon mal mit denen reden. Okay, also Nyx ist eine Verbündete. Und wegen ihr helfen uns die Götter anscheinend, aus dem Hades zu fliehen. Warum, weiß man noch nicht. Aber es hat bestimmt eine ganz tolle Background-Story. Hallo Raum. Hallo Raum. Und das hier ist der Spiegel der Kräfte. Kann man sich verbessern mit diesen lilanen Dingern. Und dieser Raum hier ist vielleicht noch interessant. Denn hier gibt es Waffen. So, ich habe jetzt gerade gar keinen Plan, was ich haben wollte. Ich glaube, ich wollte diesen Schild haben. Bin mir aber gerade nicht sicher, ob das... Ich habe sowieso nur einen Schlüssel. Toll, ich habe bei meinem ersten One nicht mal drei Schlüssel bekommen. Nein! Wie soll ich denn ohne diesen Schild irgendwas machen? Das wird auf jeden Fall meine erste Waffe sein, die ich hole. Wir könnten den Bogen holen. Ja, komm, wir holen ihn jetzt einfach mal, weil er nur eins kostet. Aber er kostet halt auch nur eins, weil er richtig scheiße ist. Hi. So, ja, also das ist ein feiner Bogen. Du stehst halt einfach nur rum, das finde ich schon mal scheiße. Umso länger du auflädst, umso mehr Damage machst du. Der hat auch noch so eine Salvenkacke hier. Eigentlich ganz cool. Und man kann, wenn man sprintet, so eine schnelle Attacke machen. Aber der Bogen ist halt wirklich richtig, richtig langsam. Und dieses Aufladen finde ich auch doof. Deswegen ist das auf jeden Fall nicht meine Lieblingswaffe. Werde ich auch nicht benutzen. Ich werde diesen Schild irgendwann benutzen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und hier kann man doch gucken, wie groß der Hades ist. Glaube ich, genau. Tartarus.
Gar nicht der Hades an sich, sondern der Hades an sich ist ganz unten und das ist alles Tartarus, oder wie? Ja, also da sind wir die ganze Zeit drin. Das ist unser Dungeon, wo die ganzen Götter etc. und Gegner auf uns warten. Und verlorene Seelen sind das vielleicht. Oh, das kann sein. Das macht Sinn, glaube ich. Von dem her. Alles cool. Ja, versuchen wir noch irgendwann. Na gut, damit wir ein bisschen Progress haben, machen wir noch irgendwann, dann wird der Part jetzt halt ein bisschen länger. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Bis hierhin guckt sowieso keiner. Wenn ihr bis hierhin noch guckt, dann schreibt mal in die Kommentare. Yo, Hades ist voll cool. So, Zeus sieht das so aus. Dein Vater war schon immer ziemlich schwierig und seit geraumer Zeit hat er sich nicht sehen lassen. Der Olympus ist für dich ein besseres Zuhause. Hier gehörst du hin und mein Segen soll dir auf deiner Reise helfen. Aha, die wollen mich alle bei sich haben. Aber die wollen bestimmt nichts Gutes von mir. Ich kann mir vorstellen, dass die mich einfach nur da haben wollen, damit ich nicht der neue König werde und dass es dann einfach kein Hades mehr gibt, you know? Obwohl der Hades natürlich auch seine Bewandtnis hat. Ja, keine Ahnung. Sowas wollen wir dann immer nehmen. Ja, wir nehmen Kettenblitze. Ja, Kettenblitze klingt richtig gut. Das ist in Isaac auch immer richtig OP. Warum sollte das hier nicht OP? Ja, guck mal. Sieht doch jetzt schon OP aus. Wenn wir einen Gegner treffen, dann geht einfach ein Blitz auf die anderen Gegner über. Was ist hier? Dann sterben einfach alle. In der Unterwelt der ehrwürdigen Hades besteht aus zahllosen, sich ständig verschiebenden, zerzarten Kammern. Verweilen die Toten bis ans Ende aller Tage. Und man kann hier über die Abgründe rüber. Das ist natürlich auch sehr interessant. Und die Gegner anscheinend zumindest noch nicht. Noch können die nicht springen, außer diese komischen Leute mit ihren Bomben. Die konnten das. Okay, aber jetzt schon sehr repetitiv, wenn das immer dieselben Gegner sind in den ersten Räumen. Hi. Dann ist das ja nicht so spannend. Bisher, wer ist denn das? Lust! Hey Zack, wie geht's, Mann? Hör mal, du musst endlich zu uns kommen. Wir halten dir einen Platz frei. Mal sehen, was ich tun kann, um dir das Leben bis dahin ein wenig zu versüßen. Richtig der Buau. Wurf macht einen Sprengkörper. Ja. Explosion? Explosion und Gift? ist doch cool. Naja, ja doch. Es stunt die so ein bisschen. Okay, sehr cool. Das ist sehr praktisch. Damit kann man auf jeden Fall Gegner hinhalten, dass die dich nicht angreifen. Klingt ganz gut. Na, gemeint wird das Spiel ja auch richtig hoch gelobt, nicht wahr? Das hat ein paar gute Kritiken bekommen. Und es kommt bald der zweite Teil raus. Wurde, glaube ich, auch schon vorgestellt. In diesem Jahr soll er noch rauskommen. Ich glaube sogar im ersten Quartal, wenn ich mich nicht irre. Irre, ist ja irre, dass ich mich irre. Na, ihr schon wieder. Kommt ihr jetzt jedes Mal? Ist das immer dasselbe? Dass das immer dieselben Zwischenbosse sind? Und diesmal haben wir leider nicht unsere coole Fähigkeit, dass wir die Bomben wegschmeißen mit unserem Sprint. Aber wir können die zumindest... Können wir die auch stunlocken? Wäre schon praktisch. Ja, aber nicht so lange. Die anderen Gegner werden länger gestunlockt. Mit dieser Kacke. Da wurden wir aber noch nicht getroffen. Das klingt schon mal ganz nice. Können wir die da auch irgendwie reindrücken? Hier, nimm das und tanze zu meinem Beat. Ist unsere erste Fähigkeit von Athene? Nee, ne? Weil das auch so... Nee, das war Zeus. Das finden die Götter nämlich nicht gut, wenn man deren Fähigkeiten mit der Fähigkeit eines anderen Gottes austauscht. Deswegen müssen wir eigentlich unsere Spezialfähigkeit verbessern. Achso, und das... Geht nur mit königlicher Tusch. Okay. Weil alles andere... Er hatte eine andere Gottheit jetzt mies gestimmt und ich will die Götter ja nicht gegen mich haben. Das ist die erste Regel vom Göttertum. Dass man die Götter nicht gegen sich haben will. Deswegen muss man auch zu allen Göttern immer beten. Nicht nur zu einem, sondern gleich zu allen. Ja. Die alten und die neuen Götter. Allesamt... müssen sie angebetet werden. Und allesamt wollen sie irgendwelche Opfergaben. Und allesamt wollen sie betuschelt werden. Ja. Zweimal Athene? Dann muss das bestimmt eine richtig krasse Fähigkeit werden. Dann nehme ich mal das zweite. Nee, ach, guck mal, es ist ein Special-Ding. Es ist so ein Zwischending zwischen Zeus und Athene. Kann das sein, dass wenn man Zeus und Athene nimmt, weil die ja beide golden sind, dass man dann noch so ein Zwischending machen kann? Und die unteren beide sind ja auch lila, dass ich da jetzt noch irgendwas Lilanes zwischenpacken kann. Und... Oh, ein Shop. Sharon's Shop. Hi, wie geht's? Nun, gut dich zu sehen, Cameron Kumpel. Ach, ich hänge bloß um meinen Gedanken nach. Schau mir die Gegend an und, was hast du denn da? Bietest du Waren zum Verkauf an? Dann stöber ich mal ein bisschen. Cool, okay, er gibt auf jeden Fall Leben. 20 Leben, die man heilen kann, dann werden wir wieder volle Leben. Er bietet uns sogar einen... Ich habe vergessen, wie der Typ hieß. Diososilalolos, irgendwas mit D, glaube ich.
Gottheit Dingsbums an. Oder allgemein 25 mehr Leben. Also damit heilt man sich und damit hat man allgemein noch mehr Leben. Können wir uns sogar beides kaufen, ne? Also ich heile mich auf jeden Fall. Ja, ich nehme beides mit. Ja, Jolo, guck mal, wir haben 74 Leben. Danke, Mister. Ich habe deinen Namen schon wieder vergessen. Guck mal, hier sind doch überall so Seelen, ne? Ja, das sind alles Seelen, die alle in den Hades wollen. Oder zum Styx. Das hier ist der Styx, oder? Der Fluss der Toten? Der ist doch Styx, glaube ich. Mit den ganzen Händen, die einen wieder reinziehen, wenn man flüchten will. Schon ein bisschen assig. Jenseits dieses Gemachs liegt der äußere Rand des Tartaros. Dort drohen schreckliche Gefahren, die Vorstellung des Prinzen der Unterwelt bei Weitem übersteigen. Und ich habe eine sehr große Vorstellungskraft. Oh, ich glaube, jetzt kommt der Boss. Megaira. Erste der Erinien. Okay, so eine Domina-Frau mit einem Flügel. The One-Winged Angel quasi. Nur die weibliche Version davon. Halt, Zagreus! Kein Schritt weiter! Also die ist auf der Seite von Hades. Die Götter sind auf meiner Seite, das heißt, sie ist keine Göttin. Vielleicht die Göttin der Dominas? I don't know. Oder des Schmerzes? Komm schon, Meg. Hatten wir nicht schon mehr als genug voneinander? Abgesehen davon wärst du nicht gerade irgendwo anders gebraucht? Oh, sind die ein Pärchen? Das wäre ja süß. Dein Vater hat mich geschickt. Wenn ich es mir genau überlege, habe ich lieber dich zum Feind als dein Vater. Sei vernünftig und dreh brav von selber um. Oder schicke dich auf den schmerzhaften Weg zurück nach Hause. Was darf sein? Ja, schmerzhaft. Schmerzhaft ist immer gut. Mann, ganz an meinem Geschmack. So, gegen die habe ich auch schon mal gekämpft. Das heißt, ich weiß so ein bisschen, was sie... Okay, das war schon mal schlecht. Ein bisschen, was sie macht. Die ist ein bisschen sehr assig drauf. Und weil... Ja, die hat halt einfach komische Attacken drauf. Ich habe die auch noch nie besiegt ohne mein Schild. Mit dem Schild ist die relativ einfach, aber den habe ich ja nur nicht. Ich versuche trotzdem mal mein Bestes. Die hat auf jeden Fall so eine komische Sprintattacke. Oh, kann auch Gegner spawnen. Okay, cool. Ja, dann hat sie noch irgendeine Attacke, die ihr eben gesehen habt. Ich hasse diese Sprintattacke. Wo sie so kurz in die Luft geht. Wo ist sie? Und dann auf den Boden stampft. Und dabei dann quasi AOE-Damage macht. Meistens Angst habe ich aber tatsächlich vor ihren... ihrer Sprintattacke. Ah, fuck. In die Falle reingelaufen. Ja, oh, die Attacke hat sie auch noch. Was ist das jetzt? Okay, so ein bisschen Bullet-Hell-mäßig. Alles klar, kann ich mit umgehen. Hab ja meine komische Fähigkeit. Wo ist denn eigentlich mein Pfeil hin? Ich habe irgendwo mein Pfeil verloren. Hallo? Wo ist der Pfeil? Hat sie mir... Nee, da oben. Ich dachte schon, die hat mir mein Pfeil geklaut. Das wäre richtig assig. Wieder diese komische Fähigkeit. Da kommen wir auf jeden Fall nicht an sie ran, wenn sie das macht. Oh, weg, weg, weg. Nein, oh, richtig schlecht. Ein Glück habe ich so viele Leben gekauft, aber ich glaube, ich schaffe das trotzdem nicht. Weil das einfach mega schwer ist, wenn man nur dieses Messer hat. Macht bestimmt gleich wieder ihre... Ja. Klar, nimm das. Wir bleiben mal ein bisschen auf Abstand. Da habe ich, glaube ich... Alter, wie oft macht sie denn das? Bessere Chancen, gegen sie anzukommen. Oh, wir haben sie gestunnt. Nee, haben wir sie gestunnt? So ein bisschen, ne? Oh, weg, 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 weg. Hälfte ihrer Leben sind zumindest schon mal weg. Könnte tatsächlich was werden. Nur drauf. Hallo! Okay, das hat sie beim letzten Mal auf jeden Fall nicht gemacht. So häufig... Oh, fuck. Auf jeden Fall nicht. Jetzt habe ich den falschen Gegner getroffen, weil ich Auto-Aim an habe, ich Noob. Also ist auch nicht immer gut, wenn man das anhat. Weil er dann halt irgendeinen trifft. Sie macht das richtig häufig. Letztes Mal hat sie einfach immer nur gedasht, als ich... Das war richtig dumm. Ich sehe, wie sie einfach auf mich zukommt. Dieser... Ich kann nicht mehr reden. Dieses Projektil. Und mach einfach nichts. Oh, es wäre so cool, wenn ich die... jetzt schon besiegen würde. Oh, nee, weg, weg, weg. Wo ist denn schon wieder mein Teil? Fuck. Da. Aber ich halte mich hier auch gerade zu sehr mit dem ganzen Kleinkram auf, statt sie wirklich mal anzugreifen. Ist aber auch halt verdammt schwierig mit dem Messer. Wenn man sie nicht auf Abstand halten kann. Oh, ich schaff das nicht. Am Anfang lief es besser. Oh, wir könnten natürlich unsere Blitze nutzen. Also, dass wir die Gegner hier angreifen, die so spawnt. Und dann sie mit den Blitzen angreifen. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Sie macht mir das viel zu häufig, jetzt ohne Witz. Die hat mir doch zugehört, dass ich die Attacke nicht mag. Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum sie das... Fuck. Warum sie das die ganze Zeit macht. Ah! Blöde Kuh, ey. Oh, cheers for that, Meg. Nur weil Papa das gesagt hat, dass sie mich aufhalten soll. Was hältst du davon, Hypnos? Oh, also Megara hat dich beim letzten Mal erwischt. Das war gewiss heftig. Sie ist schnell und stark und schön und egal. Ich hoffe, die Schicksalsgöttinnen sind nächstes Mal gnädiger mit dir.
Ja, ich auch. Oh Mann, ey Papa, was schickst du denn Mac auf mich? Wir kaufen den Schild. Ich hoffe, das war auch der Schild, der so cool war. Genau, damit kannst du nämlich so ganz normal angreifen. Er ist ein bisschen schwächer, du hast auch nicht so eine große Reichweite wie mit dem Messer. Heißt, du musst näher an den Gegner rangehen, machst weniger Damage. Dafür kannst du ihn halt jedes Mal wegschleudern. Und ich glaube, der trifft sogar nicht nur einen, sondern mehrere Gegner und kommt dann immer wieder zu dir zurück. Und wenn du ihn geworfen hast, kannst du zwar nicht angreifen in der Zeit. Ja, aber ist cool, weil du dann einfach auf Reichweite Leute angreifen kannst. Oh, man kann ihn sogar aufladen, sehe ich gerade. Ah, und dann bist du sogar geschützt, oder was? Ja, ich glaube, damit kann man sogar Projektile abwehren, wenn du dann diese Aufladung hast und in die richtige Richtung guckst. Und kannst halt Gegner alle wegschleudern. Ja, die Waffe ist auf jeden Fall cool. Ist halt auch schon ein bisschen her, seit ich Hades das letzte Mal gespielt habe. Ja, gucken wir uns dann aber beim nächsten Mal an. Könnt ihr euch freuen, damit besiege ich Mac bestimmt auch. Weil Schild ist cool. Wowie, was für eine tolle Folge Hades, das war nicht wahr? Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!